Die Vogtland Arena war am 3. Juni wieder Austragungsort einer der größten Breitensportveranstaltungen des Vogtlandes. Schon das dichte Gedränge bei der Anmeldung zeigte den erneut großen Zuspruch in diesem Jahr. Anmeldebögen wurden ausgefüllt, Ausrüstung gecheckt und die Startnummern angebracht. Insgesamt 2.253 Teilnehmer bedeuteten für die Sparkasse Vogtland, den VSC Klingenthal sowie den Klingenthaler Wandersportverein und dem Vogtländischen Wanderverband, die das Event gemeinsam organisierten, einen neuen Teilnehmerrekord. Ich denke, es passt zu einer Sparkasse, sich regional zu engagieren, wenn der sportliche Event dazukommt, die Gesundheitsprophylaxe, der Tourismus. Ich denke, da ist aber von allem etwas dabei. Und der Erfolg gibt der Sparkasse an sich recht. Es wird immer besser angenommen. Und über die Grenzen des Vogtlandes hinaus ist der Vogtlandlauf inzwischen eine bekannte Größe. Die Teilnehmer kamen auch in diesem Jahr aus weiten Teilen Deutschlands sowie dem Nachbarland Tschechien. Und wenn man sich im Teilnehmerfeld so umschaute, dann ist wohl generationsübergreifend die treffende Bezeichnung. Schon die ganz Kleinen wurden bei einer Runde im Schanzenauslauf an den Sport herangeführt. Und bei den Bambini-Läufen ging es dann richtig zur Sache. Da wurde um jeden Zentimeter gekämpft, um am Ende vielleicht 2 Sekunden vor seinem Freund ins Ziel zu kommen. Traditionell waren die meisten Starter auf den verschiedenen geführten und ungeführten Wanderstrecken zu finden. Denn mit dem Vogtlandlauf wird jedes Jahr auch die Klingenthaler Wanderung durchgeführt. Vor 2 Jahren kam noch die sogenannte Firmenteamwertung dazu. Das Unternehmen mit den meisten Teilnehmern, egal in welcher Disziplin, gewinnt 500 Euro für die Firmenkasse. Auch das Diakonische Werk Auerbach machte seine Mitarbeiter mobil, um die mögliche Siegprämie für einen guten Zweck zu investieren. Und mit insgesamt 50 Startern stellten sie am Ende auch das größte Team. Uns ist letztes Jahr unser Gartenhäuschen zusammengestürzt in der sozialtherapeutischen Wohnstätte. Und dort einfach, um das mitzufinanzieren, haben wir uns gedacht, wäre das eine gute Möglichkeit, um das Geld gut anzulegen. Und wir möchten das Gartenhäuschen gern mit unseren Klienten zusammenbauen. Und das ist ja eine gute Geschichte für unsere Klienten und für unsere Mitarbeiter. Bei den meisten war das Entscheidende an diesem Tag, dabei zu sein, sich zu bewegen und etwas für ihre Gesundheit zu tun. Arthur Scholz ging dabei mit gutem Beispiel voran. Also meine Motivation, laufe ich natürlich sehr gern. Und im Zweiten bin ich natürlich auch als Ideengeber immer gefordert, diese Idee am Leben zu halten. Deshalb gebe ich mich selber in die Verantwortung. Auch der Vorstandskollege und viele Mitarbeiter laufen auch mit. Das ist auf der einen Seite Freude, auf der anderen Seite auch Verantwortung, die ich gern für den Vogtlandlauf und für seine Zukunft übernehme. Aber auch für alle kleinen Gäste, die keine Lust aufs Laufen hatten, gab es genügend Möglichkeiten, sich auszutoben. Insgesamt eine gelungene Generalprobe für das kommende Jahr. Denn dann fällt hier in der Vogtland Arena der Startschuss für den 5. Sächsischen Wandertag. Das ist natürlich ein Erlebnis, wird für uns natürlich auch sicherlich viel Arbeit werden. Es dient ja auch dazu, unsere Region weiter zu präsentieren. Es nennt sich zwar Sächsischer Wandertag, aber die Besucher kommen ja natürlich nicht nur aus Sachsen, sondern aus dem ganzen Umfeld. Dann werden in Klingenthal mehr als 4.000 Wanderfreunde erwartet.